Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenlue TV und zurück zur Aktion Die Höhen und Tiefen des Lebens. Heute haben wir die zweite Herausforderung und zwar beschwingtes Gras in voller Blüte. Okay. Ich sehe schon, dass wir hier am Anfang auf jeden Fall eine Violette nicht verwenden können. Da wir hier einige Wasserschleime und Geister haben. Zweite Runde möglich, dritte Runde möglich. Muss mal gucken, wie ich das löse. Also da wäre sicherlich Eis von Vorteil, aber so einen richtigen Eiscarrier habe ich jetzt auch nicht. Gucken. Was haben wir denn hier für Bonusmodule? Erhöht den Dendro-Schaden. Okay, das ist schon mal gut. Dann könnte ich da vielleicht die Nilu-Truppe nehmen. Auch wenn die, das funktioniert dann eigentlich immer ganz gut. Weil dann nimmt man Nilu mit drei Dendro-Charakteren und YOLO. Das geht auch. Dann Elektroschaden, okay. Elementarkunde, okay. Das sollte ich auf jeden Fall dann kombinieren. Löst, wenn sich gegen einen Angriff von Nanokräne einschließlich Flammenspross und Supersproß getroffen wird, die Druckwelle. Oh, jetzt ist natürlich Kacke, ne? Druckwelle in der Position des Gegners aus, die tatsächlichen Schaden verursacht. Ja, ärgerlich. Das ist ja alles auf ein Dendro-Team ausgelegt. Also auch die Elementarkunde könnte man da nehmen. Alles andere ist irgendwie doch sehr Dendro-lastig. Ja, schauen wir mal. Also, wir haben ja raus, wir brauchen 600 Labelkapazität, um alle Module auf Level 2 nutzen zu können. Dementsprechend kann ich hier auch ein bisschen rumfummeln. Also, ich würde sowas hier machen. So. Und dann noch ein Dendro. Collet oder so. Normalerweise würde man das nicht machen, aber da wir hier nur Wassergegner haben, die alle schon das Wasserelement in sich tragen, von Haus aus, brauche ich Nilu eigentlich nur als Enabler für ihr Ult. Dementsprechend sollte das laufen, aber ohne Heilung ist auch schlecht. Fällt mir gerade auf. Nee, das sollten wir lassen. Sollen wir trotzdem beim Alten belassen, einfach weil ich die Heilung von Kokomi benötigen werde. Wenn ich sie denn finden würde. Da. So, okay. Die zweite Runde. Da. Die zweite Runde waren die Jungs. Genau. Da könnte ich jetzt... Ich glaube, ich werde einfach beide mit Neuvillette machen. Weil das witzig ist. Ich guck mal, ob es funktioniert. Also. Bestimmt die auch, wie viele Punkte ich am Ende bekomme? Nein, bestimmt sie nicht. Okay, also kann ich da ruhig ein bisschen. So, dann würde ich hier. Was weiß ich. Fische? Ich bin unentschlossen. Fischl und Changling. Und beim anderen dann Jingshou. Ich überlege gerade, was ich schon ins dritte Team reinpacke. Achso, wir haben ja auch noch. Songli, den ich noch irgendwo reinpacken muss. Dann mache ich das irgendwie so. Dann nochmal. Jetzt habe ich nur 620, aber das sollte ja trotzdem reichen. Ist halt die Frage, ob das hier reicht. Ach, warte mal, das ist ja auch Dummfug. Ich sehe es gerade. Ich könnte ja auch. Warte mal, ich kann ja auch irgendwo noch Dingens reinpacken. Ganyu, die jodelt auch richtig hart rein.
Ach, und hier habe ich jetzt auch keinen Song niedrig. Ich bin so ein dummer Mann. Holy shitballs. Okay, warte. Machen wir. Ja, okay. Aber dann packen wir hier. Mache ich es anders. Dann mache ich es hier anders. Ich brauche hier eine richtige Position, sonst ist es. Sonst kann ich damit nicht umgehen. Deswegen hier Ganyu, Zhongli und Venti. So, perfekt. Ja, da können wir noch Elektroschaden mit reinpacken. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, was ich mir hier so ausdenke. So, hier werden wir natürlich den vollen Dendro-Damage reinklatschen und das hier. Getroffen wird und Druck von einer Position des Gegners aus. Ja, das ist sinnig. Hier können wir jetzt nicht viel machen, außer Elektro-Damage. Und den. Und das gleiche können wir auch nur hier machen. Wobei hier Elektro-Damage schon überhaupt nichts mehr bringt. Elementarkunde, okay. Haben wir, oh, das bringt gar nichts, ey. Heilige Scheiße. Ja, aber dafür jetzt einen Dendro-Charakter reinzumachen, den ich nicht gebildet habe, ist, glaube ich, auch nicht so schlau. Deswegen scheiß drauf, ich nehme irgendwas. Welche Figur zum Probieren war da nochmal? Ne, das war nichts. Okay. Ich probiere es mal. Jetzt mal damit, auch wenn das nichts bringen wird. Aber egal. Vielleicht ist ja irgendwo ein Dings dabei, hier so ein Elementarkern oder so, die sich ein Dendro-Schild geben. Dann stehen da auch ein paar Kerne. So, probieren wir es einfach. So. Teambuilding ist die halbe Miete hier. Und 1, 2, 3. Bam. Ist auch ganz gut hier. Germinate. Propagate. Allow me. Bam. I see everything. Here. Committed to memory. Zah! Scatter. Let's play for you a little. Rest and rebate. Einfach benutzen. 1, 2, 3. Das war dumm. Terminate. Let's play for you a little. Committed to memory. Ah, komm. Hier, komm. Let's play for you a little. Ich weiß gar nicht, wie es spawnen. Propagate! Spring forth! Hold the line! Okay. Ich habe nicht gesehen, wie viele Punkte es waren. Ich hoffe, eine anständige Anzahl. So. That's all we want. Think you can get away? Brace yourself! Let the mighty be humbled. That following order. Feeling lucky today. Hmm.
Und bam, bam, bam. Oh, ich hab's einmal verkackt. Upsie. Shadow Raven, let night fall. You're toast. Nice and smooth. Time for takeoff. Silence. Careful. Be sanctified. Careful. Halt mein Wasserschlauch da rein. Be sanctified. Eins, zwei, drei. You are not welcome here. Einmal noch. Eins, zwei, drei. Läuft ganz gut, glaube ich. Ich habe jetzt schon über 20.000. You are not welcome here. Dance with me. Settle down. Sehr gut. Nibelette ist so ein Pusher, ey. Aber den habe ich auch gebildet bis zum Get-No, also wundert euch nicht. Der ist einfach völlig krank. Gather! Born of ice and frost, all hail! There's more of this! Think you can get away? Here we go! Bow your head. Oh. Let's get... Scheiße, zwei... Let's get down to business. Let the mighty be humbled. Glaze over. How's this? Access denied. Solidify. Time for takeoff. Yahoo! Lucky day. Settle down. Eins, zwei, drei. Die fallen wie die Fliegen, das ist sehr gut. Be sanctified. What's one more? For Rex Lapis! No touching! Think you can get away? Gather! Bow your head! Natürlich heilt sich. Blödes Arschloch. What? Let me try. Eins, zwei, drei. Und sterbt bitte. Next on the agenda. This is long overdue. Ready. 3, 2, 1. Time for takeoff. What a glide. Let the mighty be humble. Der Seite, ne? What's one more? Komm, ihr beide sterbt noch. Und ihr kriegt noch einen. Ich hoffe, das reicht. Yes! Platy. Oh, guck mal, in der ersten Runde 13.000. Boah! Okay, das hat offensichtlich gezogen, was ich da. Meine Überlegung. Also mit Dendro-Schaden plus und. Boah, die haben richtig reingehauen. Heilige Scheiße, ey. Da ist ja alles instant gestorben. 13.000, das ist fast doppelt so viel wie mit den anderen Gruppen. Krass. Wahnsinn. Okay. Also die erste Runde hat mich hier wohl rübergebracht, mehr oder weniger. Das war nice. Okay, 26.920. Damit kann ich leben. Und ist auch Platin. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwie mehr Platin gibt, aber ich glaube nicht. Sonst hätte ich jetzt nur Platin und einen Stern oder zwei oder so. Aber... Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Also es macht schon Spaß, das richtig anwenden und überlegen, welche Teams wir machen und so.
Ach ja. Ich kann keine Verstärkungserze mehr sagen, weil ich zu viele habe. Zu viel bedeutet 10.000. Waffen waren mir immer so scheißegal, deswegen, naja. Blöd. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die loswerde. Okay, das war's. Ja, für heute zumindest. Also, mehr können wir hier heute nicht tun, aber läuft auf jeden Fall. Ich habe auch nur einen Versuch gebraucht. Das ist auch ungewöhnlich. Aber ich muss gestehen, dass eine Villette halt schon hart carried. Ne? Also ich habe den sehr krass gebildet. Bis hin zur Waffe sogar. Wo ich dann gesagt habe, ach komm, jetzt gönnst du dir mal was. Hatte dann auch mega Glück, dass das alles funktioniert hat, so wie ich das wollte. Das Einzige, womit ich noch kein Glück hatte, waren Artefakte. Allerdings habe ich da, ich sag mal, gute Alternativen gewählt, wie ihr seht. Und ja, das funktioniert wunderbar. Ich hoffe, ihr habt irgendein Dendro, also benutzt irgendein Dendro-Team, um die Kerne da explodieren zu lassen und macht den, das mit dem Dendro-Schaden und den Kernen rein. Das scheint irgendwie kumulativ zu sein, dass das voll reinhaut. Okay, meine lieben Freunde, ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr kriegt es genauso hin und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!